Lina Dutt, Vitali Rutschenko. Premiere also Israel bei diesen Europameisterschaften überhaupt in der Geschichte von Europameisterschaften am Start mit jenem Paar, mit Lina Haddad und mit Vitali Lutschenko. Sie haben sich als Musik einen Flamenco ausgesucht. Beide haben eine überaus wechselvolle sportliche Geschichte mittlerweile auch schon aufzuweisen. Sie war in Frankreich schon im Paarlauf tätig mit Sylvain Privé und er hat eigentlich schon alle Facetten des Eiskunstlaufes durchgemacht, als Einzelläufer, als Paarläufer, als Eistänzer in Weißrussland. Jetzt ihr erster Start für Israel und sie bekommen ausgesprochen wohlwollenden Beifall vom österreichischen Publikum. Ja, die Vorstellung, das muss man sagen, war schon recht schwach, der dreifache Salcho, absolut chancenlos, muss man so krass sagen, denn Lin Ada kam gerade mal ein wenig weiter als doppelt und ihr Partner Vitali Lutschenko versuchte sich erst gar nicht an dem Dreifachen. Also das sicherlich auf dem Niveau der Franzosen Hugues-Rollin und der Letten Sarjeva und Salmanovs. Die liegen leider ganz hinten. Die liegen leider ganz hinten und dahin wird auch der Weg gehen. Hier sehen wir nochmal den Salcho von Lina, da fehlt es absolut an Höhe. Ich würde sagen, 2¼ Umdrehung konnte sie in der Luft vollenden, mehr auch nicht. Und das sah man schon im Einlaufen, dass das leider kein Ausrutscher war, sondern eher die Normalität. Und hier gibt es auch noch dem Motto, festhalten in erster Linie. Ja, Lina da, vielleicht auch ein wenig kritisch angemerkt, hat sicherlich für den Paarlauf ein wenig ein paar Kilo zu viel drauf, gerade für ihren Partner Vitali Lutschenko, der mit 1,75 Meter nicht der Größte ist und natürlich doch einiges zu tun hat während der Hebung in dem Programm. Also da haben die beiden gewissermaßen noch einiges wegzustemmen in der nächsten Zeit, wenn sie denn den Sprung nach vorne schaffen wollen, gemeinsam schaffen wollen, das ist die Frage. Thank you.
Aber ich denke, sie sind, das spürt man auch ein bisschen, durchaus realistisch, wissen, das einzuschätzen, was sie im Augenblick zu leisten imstande ist. Das ist noch nicht allzu viel. Und das ergibt, wir warten noch kurz auf die Wertung, ist noch nicht da. Das ergibt den vorletzten Platz im Augenblick, also den 13. 3-1, 3-4, 3-6, 3-7. Ja, ich denke, die beiden scheinen nicht allzu niedergeschlagen. Die konnten im Großen und Ganzen erwarten, was auf sie zukommt und sind ja immerhin nicht letzten im Feld auch schon für die beiden ein kleiner Erfolg. 4-4, 4-2, 4-1, 3-8, 3-4. Thank you. The next pair.